Hallo meine lieben Freunde der gruseligen Unterhaltung oder auch des Grusel Let's Plays. Ich bin Isaac Clarke. Ach nein, ich bin O'Comic und spiele Isaac Clarke. Und wir befinden uns auf einer verlassenen Raumstation, auf der es seltsame Vorfälle gibt, die wohl mit einem gewissen Marker zu tun haben. Aber was erzähle ich euch das? Wenn ihr das Let's Play aufmerksam verfolgt habt, wisst ihr natürlich schon, dass wir hier auf der Ishimura sind und jetzt unsere Mission fortsetzen müssen. Oh, wir kommen zu Kapitel 2, beziehungsweise haben Kapitel 2 abgeschlossen. Das heißt, wir kommen in Kapitel 3 und speichern mal den Fortschritt natürlich. Ja, ich möchte das speichern. Ich bin ein alter Speicherfreak. Der Speichermeister. Oben auf meinem Speicher, da habe ich noch ganz schön viele Spielstände liegen. Ja, auf dem alten Speicher im Keller, ne, da, auf dem Speicher im Dachboden, würde ich sagen, habe ich ganz schön viele Spielstände liegen. Ich gehe da mal hoch und nehme einen weg und lade den dann und mache da ein Let's Play draus. Das häkelt das dann quasi. Mundgeklöppelte Let's Plays von O'Comic. Wer kennt sie nicht? Und wenn eure Freunde die mundgeklöppelten Let's Plays von O'Comic noch nicht kennen sollten, dann weist sie doch einfach freundlich darauf hin, mal auf meinen Kanal zu gehen und zu abonnieren. Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Was soll ich noch alles machen? Halt die Fresse. Alter. Plasma-Energie nehme ich natürlich gerne mit. So, was haben wir hier noch? Energieknotenpunkt, hoffe ich. Nein, Strahlmunition ist auch nicht schlecht. Und warum ist der Cutter immer nach oben eingestellt, statt zur Seite? Denn zur Seite treffe ich besser. Okay, und der junge Mann hier sieht aus, als würde er bei der Arbeit schlafen. Darf er das denn? Noch ein bisschen Plasma-Energie. Penne hier nicht bei der Arbeit, Junge! Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Campbell. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Ruckus und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an, sich zu drehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Flammenwerfermunition gefunden. Sehr schön. Und ich musste den jungen Mann erstmal kurz zurechtweisen, weil er hier bei der Arbeit schläft, habe ich ihm gesagt, das darf natürlich nicht sein. Und er hat jetzt gesagt, ja, da habe ich glatt mal den Kopf bei der Arbeit verloren. So, jetzt sieht das auch besser aus. Müssen wir denn in den Fahrstuhl rein oder müssen wir woanders lang? Wir müssen da lang. Okay. Wie habe ich mir das schon gedacht? Ich hoffe mal, dass ich im Inventar noch ein bisschen mehr Plätze irgendwie freischalten kann. Vielleicht finden wir ja einen neuen Anzug oder sowas. Das sieht aber nicht einladend aus hier. Kann man nicht irgendwo mal hinkommen und da ist es schön gemütlich, es liegt kein Blut auf dem Teppich, es rennen keine Zombie-Arbeiter rum. Der spielt doch nur tot. Ja, wusste ich's doch. Der hat nur tot gespielt.
Und ich höre schon wieder Geräusche. Ich will keine Geräusche hören. Mami, nimm sie weg. Also hier haben wir auf jeden Fall Zeug liegen. Und ich schwöre, dass hier irgendwas von der Decke fällt und mich erschrecken wird und ich wahrscheinlich total ausrasten werde. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagte, das Schiff wurde angegriffen. Aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Erst stirbt der Captain und jetzt werden wir angegriffen? Carmack meinte, jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet. Aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen, wollen nur noch weg von hier. Sollte mich ihnen vielleicht anschließen. Okay, also ich muss sagen, die Leute, die scheinen auch alle immer verrückter zu werden. Also wird nicht besser hier. Okay, ich muss da lang. Aber ich guck mal ganz kurz da, wo diese komische Rolle rumrollte. Wow, hier unten, da könnte auch irgendwas rauskommen. Ich gucke jetzt mal da, wo diese komische Rolle rumrollte. Ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Und ihr bleibt schön ruhig, Jungs. Auch wenn ihr nur Anzüge seid. Aber ich weiß, was ihr vorhabt. Ich weiß es ganz genau. Und ich will so einen gepanzerten Anzug, damit mir gar nichts mehr was anhaben kann. Credits! Yay! Credits nehme ich immer. Und ein Audiolog. Okay, ich verstehe es auch nicht, warum er das gemacht hat. Was haben wir denn hier noch? Ein Luftkanister. Gut, einen können wir mitnehmen. Stasepack. Scheiße, ich lasse das jetzt mal fallen, weil brauchen tun wir es gerade nicht wirklich. Und nehmen wir hier dieses Schema mit. Brennstoff für den Flammenwerfer. Da gehe ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, auch wenn es hier gerade so schön gruselig ist. Gehe ich mal ganz kurz zurück und... Wow, ich hänge fest. Und baller das Ganze in den Shop einfach mal rein. Hier war doch hoffentlich ein Shop unterwegs irgendwo. So, irgendwo ist immer ein Shop. Ja, hier. So, Schema heruntergeladen. Brennstoff für Flammenwerfer. Dann kann ich das jetzt hier auch im Shop kaufen. Na, wunderbar. Jetzt kann ich alles im Shop kaufen. Juhu! Oh, diese Musik. Ich überlege gerade, ob ich nochmal speichere, bevor ich da runtergehe. Na, ich mache das einfach. Man weiß ja nie, was einen erwartet und wodurch man stirbt. Beziehungsweise bin ich mir nicht mal sicher, dass man hier am Ende wirklich stirbt, sondern dass man vielleicht einfach... dass man einfach als Zombie oder irgendwelchen komischen Alien-Mutationen wiedererlebt wird. Weil wir haben ja gesehen, was mit dem Captain passiert ist. Da ist so ein komisches Vieh auf ihn gesprungen und plötzlich war er auch so ein Heslon wie die anderen, die uns hier heimsuchen. Ich weiß noch nicht genau, wofür man den Flammenwerfer eventuell missbrauchen könnte. Aber ich denke mal, dass das vielleicht für die kleinen Viecher, die da manchmal am Boden rumkrabbeln, ganz gut geeignet ist. Ich nehme erstmal unseren Plasma-Cutter und vielleicht entscheide ich mich auch anders. Mal gucken. Oh, das sieht nicht gut aus. Junge, steh auf, dir geht's bestimmt gut, oder? Sag mir, dass es dir gut geht. Ah, da unten ist was rumgekrabbelt. Ich habe es genau gesehen. Ah, da unten ist was rumgekrabbelt. Es ist in die Richtung abgehauen. Ich hoffe mal, es kommt jetzt hier nicht drüber gesprungen oder sowas. Ha, Credits! So, jetzt kann mich nichts mehr schocken. Ich habe genug Kohle. Um mir ein angstfreies Leben auf einem abgeschiedenen Planeten zu leisten.
Ah, Plasma-Energie ist voll. Gut, dann nehme ich das natürlich nicht mit. Mami, ich muss doch da lang. War! Was war, wer, wann, wo und warum? Ah, geh weg! Also egal, was geschieht, immer auf die Beine. Ich habe genau gesehen, dass hier irgendwas lang gekrochen ist. Ihr wollt mich nur verarschen und mich in Sicherheit wiegen. Dass hier nichts ist. Das ist bestimmt da hochgelaufen. Was haben wir hier noch? Midi-Pack. Klein. Nein, danke, brauche ich gerade nicht. Ach na, ich muss auch noch da hoch. Ich will aber gar nicht. Das Gute ist, ich kann das Ding hier ranziehen. Das Schlechte ist, da liegt schon einer drauf. Und ich will gar nicht, will wahrscheinlich gar nicht wissen, was mit dem passiert ist. Was haben wir hier? Einen Magneten. Hier muss ich hin, oder? Okay. Runterziehen. Will ich ja, aber wie? Funksequenz aktiviert. Okay. Was macht er und was passiert jetzt? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Bitte sagt, dass nichts Schlimmes passiert. War's das schon? Wieder nach unten? Aber ich will... Uah! Uah, geh weg! Und vielleicht kann ich gegen diese Viecher da ja den Flammenwerfer einsetzen. Ja, das sieht doch gut aus. Stirb, räudiger Hund. Was auch immer das ist. Das hier ist nichts. Ach, hier kann man nichts machen. Aber es geht hier immer höher. Und die Frage ist natürlich, wo komme ich da hin, wenn es hier hochgeht? Ein Medipack liegt hier auch noch. Oh, warum? Er sagt mir, ich soll runtergehen. Ich glaube, hierhin komme ich wahrscheinlich noch. Ah, hier sieht es auch nicht sehr vertrauenserweckend aus. Ich gehe mal lieber wieder runter. Und sollte mal nachladen. Oh, es hat Geräusche gemacht. Mami, es hat Geräusche gemacht. Ach, und jetzt muss ich da rein. Wo der Tote liegt. Kann ich den nicht mal erstmal hier raus befördern? Ah, Gott sei Dank ist er weg. Dahin, wo ich hingehe, brauche ich keine Gesellschaft. Nicht mal von Leichen. Ah, ich muss darüber. Okay, und ich hoffe mal, dass es bedeutet, dass da niemand steht oder so. Ihr wollt mich doch ärgern.
Oh mein Gott. Das kann mir gar keiner bezahlen, dass ich das hier mache. Das kann mir gar keiner bezahlen. Oh mein Gott. Wie viel waren das jetzt? 4 Stück auf einmal, oder was? Erstmal alles aufheben, was ich finde. Alles aufheben, was ich finde. La 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 la. Tralalalala. Und was für Monster sich hier noch an Bord befinden, mit diesem lustigen kleinen flackernden Licht, was sich da oben befindet und mich wahnsinnig macht, verabschiede ich mich erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, nein! Alles geht gut, alles wird gut!